Ich habe mich lange Zeit verwehrt, ein Smartphone zu besorgen, weil mir das irgendwie zu ungeheuer war mit den ganzen Überwachungstechnologien, die da drin stecken und dem vom Tracking zu Mikrofon, zu Kamera und so weiter. Bis ich dann von jemand anders quasi auf die Möglichkeit darauf hingewiesen wurde, dass man statt dem nativen Android auch einen Custom ROM installieren kann. Und dass man dann F-Droid benutzen kann, statt dem Google Play Store. Dann habe ich da mich so ein bisschen diese Welt erkundet und fand es dann ziemlich spannend. Habe festgestellt, dass man tatsächlich sich ein richtig cooles Smartphone zusammensetzen kann, ohne überhaupt Google benutzen zu müssen und komplett auf freie Software. Und da dachte ich mir, das Wissen möchte ich einfach mit anderen teilen. Und das Schöne ist ja ein bisschen teilen auch, dass man immer so ein bisschen was zurückbekommt. Und deswegen habe ich jetzt vorab quasi beim letzten CCC habe ich das als Vortrag ausprobiert und es kam ganz gut an und dann haben wir danach halt noch darüber gesprochen, was gibt's noch für coole freie Software-Apps in der ganzen Android-Welt. Und deswegen dachte ich mir, hier bei den Chemnitzer Linux sagen, verbinden wir das doch einfach mal und dann machen wir einen Vortrag. Also ich werde quasi euch erzählen, was ich weiß über F-Droid und was ich weiß über G-Droid. Das sind, kommen wir gleich noch drauf, das sind beides eben Plattformen, bei denen man freie Software sich besorgen kann. Was ich für Apps empfehlen kann, weil da besteht so ein bisschen die Schwierigkeit drin, bei beiden Plattformen sich die richtigen Apps herauszusuchen. Und dann im Anschluss daran, dass ihr dann, wenn ihr auch noch irgendwie Vorschläge habt, ich habe hier gerade schon einen gehört, dass ihr die auch noch vorstellen könnt und wir dann zusammen noch eine Install-Party machen. So. Das war so die Idee. Ja, beruflich bin ich mit der FSFW verbunden und wir haben da auch eine Kampagne, die darum geht es, mehr Freiheit auf seinen Mobiltelefonen zu haben. Und der Vortrag, den ich jetzt mache, wird eben quasi dreiteilig sein. Erst werde ich kurz über Android reden. Was ist das Gute an Android? Was ist aber auch das Problem an Android? Dann über F-Droid und G-Droid, wie auch angekündigt in dem Workshop-Text. Und darauf folgend Apps, die ich empfehlen kann für den alltäglichen Gebrauch. Ich glaube, ihr wisst alle, was freie Software ist, aber ich mache es mal ganz klassisch und einfach um sicher zu sein. Wenn ich freie Software sage, dann meine ich natürlich Software, die mit den vier Freiheiten kommt. Verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Und diese vier Freiheiten werden dann eben per Lizenz jedem Menschen gegeben. Klassische Beispiele sind unter anderem Thunderbird, GIMP, Linux natürlich, wir sind ja hier auf den Linux-Tagen. VLC, Firefox, LibreOffice und viele, viele, viele mehr, die alle nicht auf diese Folie hier gepasst haben. Die FSFW ist die Free Software Foundation Europe. Und wir sind ein Verein und wir möchten Individuen und auch Organisationen helfen, zu verstehen, was freie Software ist, warum freie Software für uns alle, für die Gesellschaft wichtig ist und wie quasi eine gute Umgebung für freie Software aussieht. Wir bieten auch Rechtshilfe mit Lizenzen an, wenn man zum Beispiel als Entwickler oder auch als Organisation seine eigene Software als freie Software veröffentlichen möchte, dann bieten wir da Rechtshilfe an, weil wir möchten ja natürlich, dass mehr freie Software entwickelt und verbreitet wird. Wir bieten Beratung an und machen Öffentlichkeitsarbeit, dazu machen wir halt öffentliche Kampagnen. Unsere aktuelle Kampagne jetzt auch zur Europawahl heißt Public Money, Public Code. Da fordern wir eben, dass wann immer öffentliche Gelder in die Entwicklung von Software gesteckt werden, dass die dann auch gefälligst unter freier Lizenz veröffentlicht wird. Und wir betrachten eben natürlich insbesondere öffentliche Bildung und öffentliche Verwaltung so als Schlüsselstellschrauben, um mehr freie Software zu verbreiten, um auch die Leute, jeder irgendwie eben zu Beginn seines Lebens oder seiner Karriere hat er mit Bildung zu tun und später mit der Verwaltung. Und das sind eben Punkte, wo jeder Bürger irgendwo in Kontakt kommt mit Computer und wo er in Kontakt mit freier Software kommen würde, könnte. So, soweit zu uns, zum Hintergrund. Jetzt zum eigentlichen Vortragsthema. Freiheit erreichen, setzt ihr einfach irgendwo hin, auf Mobiltelefonen. Es geht ja um Android. Free Android ist auch ein Kampagnenname von der FSFE. Prinzipiell ist bei Android schon mal ganz gute Voraussetzungen gegeben. Also ich habe ein Betriebssystem, das basiert eben auf dem Linux-Kernel. Und das Betriebssystem selber wird unter freier Lizenz herausgegeben und es ist hauptsächlich unter Apache 2.
Damit habe ich also schon mal ganz gute Voraussetzungen für ein freies Betriebssystem und soweit alles gut. In der Praxis allerdings wird diese Freiheit vor allem durch die zusätzlichen Pakete zerstört. Das heißt, problematisch natürlich schon mal, das native Android wird eben von Google mit den G-Apps ausgeliefert, also den Google-Apps. Die sind alle proprietär. Also Google Mail, Google Maps, Google Play Store und Google Search und Google und so weiter. Die sind alle proprietär, die sind auf meinem Telefon und ich kann sie auch nicht einfach deinstallieren. Also auch wenn ich sie nicht benutzen möchte. Ich werde ja schon quasi gezwungen, beim erstmaligen Starten das Betriebssystem mich mit einem Google-Konto anzumelden und das mit einem Google-Konto zu verknüpfen, damit alle meine Aktivitäten letztendlich, die ich mit diesem Betriebssystem mache, von Google mitgezeichnet werden können. Und kann eben auch die mitgelieferten Apps, YouTube ist ja natürlich auch Google hier, darf man ja auch nie vergessen, kann auch diese Apps halt nicht deinstallieren und bin denen quasi ausgeliefert. Und dann kommt noch hinzu, das Android ist ja dann für Drittanbieter auch sehr interessant, weil die kostenlos dann ein Betriebssystem bekommen, also zum Beispiel Samsung und Motorola oder andere Produzenten. Die liefern ihr eigenes Telefon eben mit Android aus und denken dann, ach ja, der User will bestimmt auch noch Facebook benutzen oder Amazon oder irgendeine Bundesliga-Kicker-App oder weiß Gott, was da alles mitkommt. Da habe ich eben auch meistens das Problem, dass ich die nicht deinstallieren kann. Und selbst wenn ich sie nie benutze, das ist für mich einfach so, da vertraue ich dann nicht, weil das sind proprietäre Blobs, die ich da auf meinem Telefon drauf habe und ich weiß nicht genau, was sie machen. Auch wenn ich sie nie benutze, besteht einfach Gefahr. Die Lösung dazu, also die goldene Lösung, die grüne Lösung besser gesagt, habe ich hier mit den grünen Pfeilen aufgezeigt, weil ja nämlich Android ein freies Betriebssystem eigentlich ist, gibt es inzwischen auch Forks davon, es gibt schon länger Forks. Es ist inzwischen eigentlich schon eine riesige, kunterbunte Welt geworden. Das sind so ähnlich wie Linux-Distributionen, sage ich mal. Gibt es jetzt auch inzwischen halt ganz, ganz viele Android-Distributionen. Und was ich dann machen muss, ich muss mein Telefon eben routen und kann dann ein alternatives Betriebssystem, also quasi den Bootloader, entsperren, weil der ist normalerweise vom Hersteller gesperrt, aus Sicherheitsgründen. Und dann kann ich den entsperren und kann dann ein alternatives Betriebssystem aufspielen. Das wäre also dieser Weg hier, das ist quasi, wie gesagt, der grüne, goldene Weg. Und die Custom Rumble ist inzwischen sehr, sehr vielfältig. Ich habe hier einfach mal zwei herausgenommen, weil die beide markant sind. Das Replicant ist eine Entwicklung von der Free Software Foundation, von der amerikanischen Foundation. Die hat eben den Anspruch, 100% freie Software zu sein. Bis runter zum Treiber quasi ist hier alles freie Software. Wenn ich also darauf vor allem Wert lege, dann ist das letztendlich meine Distribution meiner Wahl, hat allerdings die Einschränkungen, weil ja im Prinzip auch vor allem die Treiber nachgebaut werden müssen, dass es nur auf wenigen Telefonen zur Verfügung ist und dort teilweise auch eingeschränkt, weil nicht alle Treiber vielleicht nachgebaut wurden und manche Komponenten nicht so funktionieren. Ich weiß, ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube, man muss vorher auch sagen, welche Telefone überhaupt unterstützt werden. Ich glaube, Apfeltelefone sind nicht ganz geeignet. Ja, nee, die sowieso nicht. Nee, ich sage ja, also du hast gerade bei Replicant hast du eine sehr eingeschränkte Auswahl so an Telefonen. Telefon haben wir eher gekauft. Ich habe mal geguckt, was wird unterstützt. Aha. Ein Telefon kann ich mir dann kaufen. Genau, deswegen vor der Wahl des Telefons anschauen. Kann ich es routen? Wie kann ich es routen? Weil da gibt es auch echt riesige Unterschiede. Also Nexus zum Beispiel ist ehrlich gesagt relativ einfach. Da geht es, glaube ich, mit einem einfachen Klick tatsächlich. Samsung ist meiner Erfahrung nach auch relativ einfach. Sony habe ich große Schwierigkeiten gehabt. So. Die sind da sehr restriktiv, beziehungsweise teilweise wird dann die Kameraqualität zerstört, wenn man dann den Bootloader entsperrt. Also die haben dann so eine DRM-Tabelle auf ihrer Kamera, die dann gelöscht wird und so. Also das sind so richtige Arschis. Da muss man auf jeden Fall vorher gucken. Es ist wirklich eine Wissenschaft für sich schon fast, sage ich mal. Und es gibt auch eine riesige Community, die heißt XDA Developer. Ich habe hier sogar eine Kreide, das kann ich auch einmal hinschreiben. Die machen sich quasi einen Sport draus, Bootloader zu entsperren und Custom ROMs auf Telefone zu transportieren. Und da gibt es halt ein riesiges Forum, da kann man alle möglichen Anleitungen finden. Und da gibt es halt auch so offiziellere und semi-offiziellere und individuellere Lösungen. Da muss man so ein bisschen im Bauchgefühl auch arbeiten oder die Kommentare sich durchlesen, die da so gelassen werden. Also ist ja auch manchmal eine Vertrauensfrage. Ich meine, immerhin installiere ich dann halt ein alternatives Betriebssystem von irgendeinem Hacker, sage ich mal.
der es geschafft hat, das aufs Telefon zu bringen, aber was er auf dem Weg dahin gemacht hat, weiß man vielleicht auch nicht so richtig. Also da gibt es halt natürlich, wie immer, ist vielleicht auch nicht alles vertrauenswürdig. Also ich sag mal, mit dem Samsung, da fährt man relativ gut, weil Samsung einfach ein riesen Verkaufsschlager ist und die Nexus-Telefone haben halt ganz viele Leute irgendwie Interesse daran, ausgerechnet die Telefone sicherlich zu befreien. Und das Problem ist aber, du kannst sie dann nicht mehr richtig wiederverkaufen, wenn du irgendwann mal ein neues Modell kaufen solltest. Weil sie halt die System im Samsung zum Beispiel den Sicherheitschip eingebaut hast, den du halt quasi kaputt machst, indem du was Gutes vielleicht. Ja, es ist auch immer wieder Versuch, die Gewährleistung zu verweigern. Ist einfach rechtlich nicht okay. Also wir haben uns das tatsächlich von den Juristen mal beleuchten lassen. In der Praxis wird es natürlich trotzdem probiert, aber da kann ich dann echt empfehlen, wenn man sich jetzt im Telefon rootet und man bekommt ein Problem mit der Gewährleistung und die sagen, nee, machen wir nicht, weil gerootet, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall mal an die FSFW wenden. Gerade speziell zu diesem Fall haben wir uns extra ein Rechtsgutachten geben lassen, dass das juristisch nicht okay geht. Und in meiner Bubble, sage ich mal, habe ich auch den Eindruck, dass es weniger geworden ist. Es wird eher akzeptiert. Es ist auch so ein bisschen, ich meine, Google fördert das ja durch sein Nexus auch sehr. Bei Nexus kann man einfach sagen, Telefon routen, klick. Weil die möchten die Developer haben. Und mehr auch Sony und Samsung, die denken schon auch, ja, eigentlich will ich ja. Die wollen ja auch die Developer irgendwo anlocken. Und dann hängt es so ein bisschen nachher vom Einzelhändler ab, vielleicht, ob der dann das annimmt oder nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine eigene Welt und es ist alles nicht so ganz ohne. Ja? Wegen dem Routen. Es ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst, dass ich unbedingt Administratorrechte habe auf dem Teil, wenn ich das normal ausführe. Kann ich das auch wieder zurücksetzen, also quasi es wieder anrouten? Also du kannst, wenn ich dann mir so ein Custom ROM installiert habe? Du kannst quasi dem User halt keinen Root-Access geben. Ja. Also das geht mit so einem Custom-ROM dann? Genau. Und dann kannst du, oder du kannst dir dann für spezifische Fälle wieder einen Root-Zugang geben. Du kannst den Bootloader selber, wenn das Telefon einmal gerootet ist, denke ich nicht. Also dann hast du es. Also du hast meistens eine App dazu drauf, wo du dann explizit die Root-Rechte erstmal gewährst. Also die sind nicht pauschal da, sondern du wirst dann immer gefragt, wenn du halt eine App ausführst, die Root-Rechte hat, musst du die speziell gewähren. Okay. Also ich weiß jetzt bei LinuxOS, das ist standardmäßig nicht geroutet und dann muss man explizit dann halt ein Paket installieren. Aber da gibt es auch einen Uninstaller dafür von LinuxOS. Das ist so das, was ich dazu weiß. Ja, also im laufenden Betrieb kannst du dir das quasi, hast du da Kontrolle darüber? Ich fühle mich wohler auf einem Gerät, wo ich Herr bin, als das Gerät Herr über mich ist. Ja, aber das schließt sich ja nicht aus, wenn ich es richtig verstanden habe. Also du bist ja nicht automatisch komplett root auf dem Telefon, sondern du brauchst den Root-Zugang ja erst einmal nur, dass du das andere Custom-ROM aufspielen kannst. Und danach werden die Rechte von dem Custom-ROM vergeben wieder. Genau. Und das kannst du dann wieder einstellen, okay, wie du willst. Also du wirst wahrscheinlich so gar keinen Unterschied merken. Genau, genau. Du hast dann eben, ja, ich würde sagen, sogar als Feature sehen, weil bei Android, ich glaube, da gibt es Apps, die den Root-Zugang verschaffen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist auf jeden Fall schwieriger, während du bei so einem Custom-ROM oft, du hast quasi das Recht, wenn du es möchtest, kannst du dich jetzt Root machen. Es geht so um Hardware-Unterstützung, wenn man über die USB-Schnittstelle dann die als Host hat, dort irgendwelche Geräte ranhängt, ne? Da braucht man auch dann oft Root-Zugriff dafür. Ne? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ja deutlich zu sehen, dass du nie ganz gut bist daran, dass du die Google-Apps nicht installieren kannst. Du kriegst unter dem Standard Android nie den vollen Root-Zugriff, sonst könntest du ja Google Maps installieren und die ganzen Google-Apps, aber das geht nicht, das haben sie jetzt vernagelt. Daran sieht man, dass du eben nicht root bist, weil du kannst bestimmte Apps nicht installieren. Das sind ja auch von, nicht nur die Google-Apps, sondern dann auch je nach Hersteller, dann irgendwelche Hersteller eigene Apps, die du nicht runterbekommst. Die kriegst du erst runter, wenn du Root-Zugang hast. Und den Root-Zugang lassen sie ohne Tricks nicht zu. Du hast teilweise auch Einschränkungen, fällt mir da jetzt gerade ein, bin ich vor kurzem drüber gestolpert, und zwar hat ja zum 1.1. jetzt die Mastercard, die haben jetzt irgendwie ein Master-Secure-Verfahren eingeführt und unter anderem möchten die jetzt, dass du eine App benutzt für deine Kreditkartenverwaltung, die natürlich proprietär ist und alles Bullshit. Und was ich aber auch gelesen habe, in den AGB stand drin,
darf nicht auf die rootenden Telefone installiert werden. Also es gibt schon mehrere Apps, die dir quasi per AGB eigentlich verbieten, das auf gerooteten Telefonen zu verwenden. Ja, die Frage ist, wie komme ich überhaupt an eine unfreie App? Also ich habe zum Beispiel einen Audio-Recorder und da lässt sich Fernsteuerung mittels WLAN und das ist halt eine proprietäre Hersteller-App. Wie komme ich da überhaupt dran, wenn ich quasi keinen Google Play Store habe auf dem Gerät dann? Dazu gibt es ja einen F-Droid, das ersetzt ja den Google Play Store hier. Da, komm ich auch da kommen wir ja gleich drauf, darum geht es ja dann auch. Genau. Das ist ja jetzt quasi nur der Hintergrund. Also das ist eine totale Wissenschaft für sich, also da können wir auch 3 Tage lang einen Workshop drüber machen. Je nachdem, mit dem Samsung habe ich gute Erfahrungen, das habe ich in 2-3 Stunden geschafft. Mit dem Sony davor habe ich 2 Tage gebraucht. Also deswegen habe ich hier so mit so irgendwie hier extra noch hingeschrieben, erstmal vorher schlau machen, vielleicht mal ein Video angucken, wie andere Leute das regeln. Routen ist eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall auch. Genau. Es gibt eine ganze Welt von Custom ROMs inzwischen. Replicant ist eben die 100% freie und LineageOS habe ich einfach mal als Kontrast dazugestellt. Das ist ein bisschen Ubuntu oder so unter den Custom ROMs. Die nehmen eben die proprietären Treiber und Schnittstellen der Hersteller. Hat halt den riesen Vorteil, es funktioniert auf nahezu allen Telefonen. Also es ist ein und deswegen ist es inzwischen ähnlich wie Ubuntu die meist verbreitete Distribution. Also wenn man auf der Webseite schaut, findet man aber doch nicht so viele Telefone, die von Haus aus fertig ist in Deutschland. Nee, ich meine, das sind doch bestimmt, bestimmt 50 oder 100, 50 bis 100 sind es bestimmt. Weil von allen, glaube ich. Ja, okay, ich weiß nicht, wie groß die ganze Welt ist und dann gibt es natürlich auch noch irgendwie die mit dem amerikanischen Prozessor und die mit dem europäischen. Also genau, es ist ja alles komplex, aber ich sag mal so, ich glaube, die Telefone, die du irgendwie im Mediamarkt und Saturn und so weiter kaufst, die findest du wahrscheinlich auch auf. Die nicht mehr gepflegt werden, fallen raus. Genau, und wenn ich das dann geschafft habe, also wenn ich meinen Custom ROM installiert habe, dann darauf in Ersatz des Google Play Stores vor allem, habe ich eben F-Droid als Store, um den es dann gleich auch noch mehr im Detail gehen wird. Was ich noch erwähnen möchte, ist, es geht natürlich auch einfach genauso auf einem ganz normalen Android. Kann ich, und da sind alle G-Apps drauf und da ist der Google Play Store drauf und so weiter. Kann ich einfach parallel den F-Droid Store installieren. Und da brauche ich auch keinen Root Access und nichts. Da muss ich einmal aus dem Internet runterladen und fortan kann ich den ganz smooth auf jedem Telefon verwenden. Ist quasi in diesem Schema, also die letzte Stufe und deswegen halt aber auch die einfachste Stufe und komplex genug, dass wir die jetzt heute zum Hauptthema machen quasi. So. Also F-Droid ist eben ein Free Software App Repository und ich muss das einmal aus dem Internet runterladen, weil das ist halt ein Wettbewerber zur Google Play Store, deswegen kann ich ihn nicht im Google Play Store holen. Also muss ich ihn einmal aus dem Internet herunterladen, das ist eine permanente Adresse hier, aber man kann auch einfach auf F-Droid suchen, auf die Homepage gehen, dann findet man schon den Download-Button. Und da muss ich dann auch in meinen Einstellungen vom Telefon eben sagen, einmal installieren aus unbekannten Quellen, oder wie das heißt, zustimmen und dann habe ich es installiert und dann kann ich es danach wieder schließen sozusagen. Weil jedes Mal, wenn ich Apps installiere, muss ich wieder zustimmen lassen. Aber nicht für die Updates, glaube ich. Kann das sein? Nee, für Updates. Ja, genau. Ich glaube, für eine neue App musst du es wieder öffnen, genau. Okay. Und die Updates kriegst du, dann bekommst du so. So sieht es dann aus, wenn ich das halt zum ersten Mal starte, die Oberfläche. Ich sehe im Prinzip vor allem, die neuesten Updates werden mir angezeigt, wenn ich das starte. Dann kann ich das Ganze auch noch in Kategorien sortieren lassen. Da gibt es dann eben hier Connectivity, Development, Games, das sind eben verschiedene Kategorien, die kann ich dann nach links und rechts durchbrowsen, damit ich zumindest einen thematischen Fokus habe und mich daran orientieren kann. Also ein paar hundert Apps sind auf jeden Fall drin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele hundert. Ist aber ziemlich groß geworden. Wenn ich dann einmal ins Detail schaue von so einer App, dann habe ich da ein paar Informationen zur Verfügung. Also ich habe natürlich irgendwie eine Beschreibung der App, die ist dann sehr individuell. In diesem Fall fängt die auch an mit einem Changelog. Das muss nicht sein. Es kann auch irgendwie erstmal mit einer Funktionsbeschreibung oder was auch immer anfangen. Also es ist quasi offen. Aber was dann immer kommt, sind auch die Anti-Features.
Übrigens, es tut mir ein bisschen leid, die Screenshots sind alle in Englisch, weil ich mein Telefon auf Englisch habe. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber ich konnte sie jetzt nicht alle wieder austauschen. Also es gibt auf jeden Fall die Anti-Features und die warnen mich quasi davor, bevor ich eine App installiere, was eventuell für Anti-Features sind. Zum Beispiel, ob mein Standort getrackt wird. Oder wie in diesem Fall, NewPipe ist ein YouTube-Replacement. Also ich kann damit quasi, es ist so wie die YouTube-App, ein freier Ersatz. Und deswegen tut er in dem Fall eben ein unfreies Netzwerk promoten bzw. darauf zugreifen, logischerweise, weil YouTube unfrei ist. Und das ist teilweise ein bisschen zu scharf, würde ich fast sagen. Vielleicht mal sich nicht zu sehr davon abschrecken zu lassen. So. Also ich meine, bei Osman zum Beispiel war das irgendwie so, da ist dann wegen irgendwelchen Trademarks, gibt es dann da auch irgendeine Warnung mit unfreien Komponenten und so. Also es ist sehr, sehr scharf, sage ich mal. Es ist ja ganz gut, dass es scharf ist, aber das ist, finde ich, auch in Ordnung. Ich will es nur sagen, man darf sich auch nicht zu sehr abschrecken lassen davon manchmal, was dort gesagt wird. Oder vor was gewarnt wird. Was ziemlich cool ist, es gibt da noch einen Spenden-Button, der dann, falls zur Verfügung steht, auf eine Spendenseite leitet. Ich sehe außerdem die ganzen Meta-Informationen, also insbesondere die Lizenz und Source Code und so weiter. Könnt ihr jetzt selber sehen hier, Issues Changelog Website. Die Permission, die es benötigt, wenn ich es installiere, kennt man ja inzwischen, gibt es ja auch in Google zum Glück. Und die Versionen, ich glaube, hier werden immer die letzten drei angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die letzten drei Versionen werden immer angezeigt. Es gibt immer die empfohlene Version, das ist meistens logischerweise die neue. Wird mir angezeigt, welche ich aktuell installiert habe. Das könnte ja auch hier zum Beispiel sein. Und was ich ein ziemlich cooles Feature finde und was es echt selten gibt, man kann auch einfach eine Version runtergehen. Man kann es inzwischen auch einstellen, dass es automatisch zum Beispiel Updates macht oder dass es automatisch Updates macht, wenn man im Wi-Fi ist. Oder es ist gar keine, habe ich zum Beispiel, ich mache das lieber manuell. Updates. Und wenn da zum Beispiel was schiefgelaufen ist und man mag die neue Version nicht oder ähnliches, dann kann ich sie in dem Fall einfach auch wieder mit einem einfachen Klick downgraden. So. Wenn wir schon beim Spenden waren, möchte ich auch mal erwähnen, freie Software lebt natürlich hauptsächlich von den Menschen, die es benutzen und verbreiten und verbessern. Aber es lebt auch ein bisschen von Geld und von der Möglichkeit, sich mal einen Kaffee zu kaufen. Und deswegen, wenn euch eine der Apps gefällt oder auch Software auf dem Computer, ab und zu mal vielleicht dran denken, vielleicht kann man denen auch mal ein paar Euro rüberwachsen lassen. Es gibt ja einige Apps, die gibt es sowohl bei F-Droid als auch im Google Play Store. Ja. Die sind oft in F-Droid kostenlos zu haben. Ja. Daran sieht man, dass da Idealismus mit drin steckt und sollte man vielleicht bedenken. Ich habe auch das Gefühl, ich zahle zu wenig. Nee, super. Also ich wollte da auch noch später darauf zu sprechen kommen. Da gibt es teilweise echt riesige Unterschiede. Osman zum Beispiel kostet 9 Euro im Google Play Store und gibt es in F-Droid kostenlos. Und das hat im Google Play Store, ich weiß nicht wie viele, aber sicherlich zehntausende Downloads. Also da kriegt man vielleicht mal Conversations, das ist ein super Beispiel. Von Conversations weiß ich es auch, das kostet 2,40 Euro im Google Play Store. Und in dem Fall weiß ich sogar, dass der Entwickler, das ist inzwischen sein Hauptleben, der Verkauf im Play Store, hat aber die komplette Vollversion auch in F-Droid drin, für ihn zum Runterladen. Der hat auch im Play Store über 50.000 Downloads, a 2,40 Euro. Das finde ich auch gut, weil der Play Store hält einem dann mal vor, was so ein Ding vielleicht auch an Wert hat. Dann kann man auch einfach mal 5 Euro oder 10 Euro hinlegen. Finde ich auch super. Ja? Funktioniert das, weil du sagst, kaufen funktioniert das mit dem F-Droid Store, dass ich dort auch Apps erwerben kann? Drin? Da gibt es nur kostenlose, weil freie Software. Ja. Okay, also das geht quasi darüber nicht. Nee, aber es ist die Möglichkeit, dazu spenden. Du hast nämlich auch gar keinen Account bei F-Droid. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Du hast überhaupt keine Accountpflicht. So, da ist auch kein Tracking drin. Dafür kannst du gewisse Features nicht einbauen. Du kannst zum Beispiel keine Bezahloption einbauen. Du kannst sogar, wenn er jetzt Conversations installiert hat, kann er es dir rüberschicken. Ja, genau, das kommt nachher. Man kommt an die APK-Datei ran. Ja. Das geht normal unter Android. Ja, das geht nicht im Play Store. Aber ich weiß selber nicht, wie, aber da kommen wir jetzt. Wenn die APK-Datei im Dateisystem da ist und man gibt die an sozusagen, dann wird die installiert. Man braucht nur die APK-Datei. Also es ist ein sehr anarchisches Prinzip, was bei F-Droid dahinter steckt. Es ist darauf ausgelegt, dir als Nutzer die bestmögliche Erfahrung zu liefern. Früher
Von dem her würde es gar nicht gehen, Geld zu verlangen. Also es geht schon, dass du Geld zu verlangen kannst, aber sobald es so offen ist, ist das eh eher eine Frage, ob du was dafür bezahlen willst oder nicht. Weil du könntest das ja so. Wenn ich das echt gut finde, dann habe ich auch kein Thema, da was hinzuschreiben. Ja, sollten wir machen. Also ich kneife mich an der eigenen Nase, ich mache das oft zu wenig. Weil ich dann schnell was installiere und dann denke ich mir mal. Ich mache es auch zu wenig. Wir machen es wahrscheinlich alle viel zu wenig und einfach als Erinnerung ab und zu mal vielleicht dran denken, dass man es ja auch machen kann. So, genau. Weiter im Text. Da gibt es natürlich jetzt jede Menge Administrationsmöglichkeiten innerhalb F-Droids. Die brauchen wir jetzt nicht alle bequatschen. Ich kann natürlich meine installierten Apps hier verwalten. Ich kann Repositories verwalten. Das werde ich gleich erklären, was das bedeutet. Aber hier schon mal angezeigt. Und was ich auch ganz nett finde, ich kann mein Netzwerk-Traffic durch das Tor-Netzwerk leiten. Also kann da im Prinzip möglichst anonym auch meine Apps downloaden. Hast du das mal gemacht? Habe ich gemacht, ja, komme ich auch noch darauf zu sprechen. Man braucht halt, steht ja auch hier schon dran, Orbot, das ist eine App, die ich dafür benötige. Problem ist halt, dass es sehr batterieintensiv ist, leider. Es war schon mal besser. Ja. Funktioniert bei mir schon, aber ich muss sagen, bei mir ist es halt, es kostet krass Batterie. Also wenn ich Orbot anhabe, dann hebt das Telefon vielleicht 6 Stunden und sonst hebt es mir halt 20. Also ich habe ihn eigentlich immer an, aber ich glaube, es funktioniert nicht zuverlässig. Man kann ja dann aussuchen, welche Apps dann über Orbot geroutet werden. Und ich habe zum Beispiel Twitter über Orbot laufen und habe da jetzt aber trotzdem eine Werbung reingekriegt und mir gedacht, das dürften die eigentlich nicht wissen. Also irgendwas hat da nicht, irgendwo war da Lücke. Okay, also hat ja gerade schon angesprochen, man kann eigene Repositories hinzufügen. Also dazu als Erklärung, wenn ich jetzt in den F-Droid Client, weil ich runterlade, die App, dann ist die per Default mit dem F-Droid Repository verbunden. Das heißt, die greift einfach auf das Repository zu und da liegen die ganzen Apps, die ich dann installieren kann. Aber ich muss mich nicht darauf beschränken. Ich kann auch zusätzliche Repositories hinzufügen. Also beziehungsweise F-Droid Archive ist auch noch per Default drin, was auch immer das genau ist. Ich habe es nicht aktiviert. Achso, da kann ich wahrscheinlich auf noch ältere Versionen zugreifen, als nur die letzten 3. Aber ich kann zum Beispiel das Guardian Project, das kennt man ja vielleicht, deren Repository einbinden, die entwickeln eben möglichst anonyme und Privatsphäre schützende Apps wie den Orbot und den OrFox und ChatSecure, aber es ist ja auf Android nicht zur Verfügung. Oder MicroG, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Also man kann verschiedene Repositories hinzufügen und was halt auch ganz spannend ist, man kann selber Repositories erstellen. Wenn ich Entwickler bin und ich möchte meine Software zum Beispiel verbreiten, ich entwickle Apps für Android, für Mobiltelefone, dann kann ich selber eine Repository aufsetzen und kann so quasi meine Alpha, Beta oder auch meine Vollversionen verteilen. An weitere Leute kann damit auch den Google Play Store umgehen, weil die zum Beispiel vielleicht irgendwelche AGBs haben, die ich nicht unterstützen möchte. Und da gibt es dann jetzt auch ein berühmtes Beispiel mit dem Öffi, so ein Informationsverkehrssystem. Letztes Jahr im Sommer, da hatte der Entwickler Streit mit Google und Google hat es nicht aus dem Play Store geschmissen, obwohl es, ich glaube, Top 5 Download Apps Deutschland, deutschsprachige Apps ist, weil er irgendwo einen Spenden-Button eingefügt hatte, den Google da nicht haben wollte, laut seinen AGBs. Und dann hatten die wochenlang Streit und es hat sich nicht gelöst. Er hätte jetzt ein eigenes Repository aufsetzen können, zum Beispiel, und das über F-Droid verteilen. Und dann kann er das auch proprietär dort verteilen. Also eigene Repositories kann ich machen, was ich will. Auch proprietäre Software. Aber er hat es dann, zu unserem Glück, hat es dann GPL. Und seitdem ist es auch im öffentlichen F-Droid Repository available, weil da ist ja nur 100% freie Software drin. Jetzt kann man es ganz normal über F-Droid auch installieren. Das war quasi zu unserem Vorteil der Streit. Ja? Warum sollte ich denn ein eigenes Repository überhaupt hosten, wenn es das F-Droid Repository gibt? Ja, hauptsächlich wahrscheinlich, weil wenn ich proprietäre Geschichten verteilen möchte oder wenn ich irgendwelche Alpha-Beta-Versionen verteilen möchte, von denen ich vielleicht einfach mal ein paar Leuten Zugang geben möchte oder wenn mir der, ich bin mir selber nicht ganz sicher, weil ich ja kein Entwickler bin, wenn mir der Aufwand zu komplex ist, es in F-Droid zu bekommen, oder nicht warten möchte, aber normalerweise, also das sollte jetzt das kleinste Problem sein, aber ich denke hauptsächlich, wenn ich entweder eine proprietäre App habe oder eine Vorabversion
die ich schon mal in meinem Netzwerk teilen möchte für Feedback. Beziehungsweise, ich habe eine lustige Story auch gehört, das fand ich auch cool. In Kuba hatte ich gelesen, so ein Blogpost war in Kuba und da war ein Internetcafé. In Kuba ist halt Mobilnetz quasi unbezahlbar und deswegen läuft da ganz viel noch über Wi-Fi. Und dann war da ein Internetcafé, das eben Wi-Fi anbot. Und die haben sich dann ein eigenes Repository aufgesetzt und in diesem Repository haben sie dann halt pirated Games und so weiter angeboten. Damit halt die. Ja, aber damit haben sie halt ihre Kunden angelockt, die dann kommen und da halt einen Kaffee trinken und sich nebenher Sachen runterladen. Also, da sieht man schon auch irgendwo dieses anarchische System, das hinter dem F-Droid steckt. Mach, was du damit willst. Hier hast du die Möglichkeiten und was man damit machen kann, überlassen wir dir. So. Ja. Bestimmt mit irgendwelchen Terabyte-Platten durchs Land gefahren. Ja, das wird tatsächlich noch in Kuba. Ja, ja. Also, da waren tatsächlich Festplatten durchs Land gefahren, um Software zu verbreiten. Das habe ich auch schon gehört. Ja. So neue, weiß ich nicht, neue Linux-Distributionen, Updates und so, dann da werden tatsächlich Festplatten ausgetauscht. Auch die neueste Ami-Serie. Um das zu verwenden, ja oder so, ja auf jeden Fall. Hier noch der Hinweis, man kann aber auch tatsächlich ein Repository dann im Onion-Netzwerk hosten und über den F-Droid-Client darauf zugreifen, um wieder natürlich mit dem Orbot als Grundlage. Hier habe ich mal noch zwei Beispiel-Repositories rausgeholt, die vielleicht interessant sein könnten. Das ist, wie schon angesprochen, das Guardian Project. Damit habe ich halt aktuell vor allem eben ermöglicht mir das den Zugriff auf das Tor-Netzwerk. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern, weil die Entwickler hinter Tor nun auch erstmalig eine eigene App produzieren werden. Aber aktuell ist das Guardian Project eben noch der Zugang zum Tor-Netzwerk über den Orbot, der mir den Zugang gibt, und OrFox ist dann quasi ein Fork von Firefox. Bin nur umgestaltet, um eben das Tor-Netzwerk zu erreichen. Wir kommen halt beide nicht in F-Droid. So. Wenn ich die haben möchte, dann muss ich F-Droid installieren und dann muss ich eben hier ein neues Repository hinzufügen und mir eben das Guardian Project Repository auswählen. Und das ermöglicht mir dann danach, ganz normal, als wäre es in F-Droid drin, es zu installieren. So. Und MicroG ist nicht zwingend notwendig. Ich habe es jetzt hier aufgeführt, weil viele teilweise haben möchten. MicroG ist im Prinzip der Ersatz von spezifischen Libraries, die Google benötigt für seine proprietären Geschichten, wie dem Play Store oder dem Google Maps. Ich sehe schon kritische Blicke, aber ich komme gleich drauf. Ich möchte jetzt auch nicht empfehlen, also nicht falsch verstehen. Ich tue es mir der Vollständigkeit halber hier sagen, weil ich kann es leider nicht so richtig rezipieren. Ich benutze ja keine von diesen Apps, aber teilweise benötigen die wohl Libraries und die kann ich hiermit ersetzen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja? Also ich hatte schon mal mit MicroG gespielt und ich weiß, dass die jetzt was gegen Maps linkt, versuchen gegen OpenStreetMap zu linken. Ah ja. Und dann Geolokalisation dann darüber dann auch einzubinden. Okay. Hätte jetzt aber auch mal eine Frage in die Runde gestellt, habt ihr damit auch schon mal gespielt? Weil bei mir hat das Ding katastrophal viel Akku gezogen. Ah ja. Vielleicht war das an der Stelle auch noch nicht so richtig eingestellt. Wann war das denn? Ich hab's letztes Jahr mal installiert. Ja, letztes Jahr kommt. Ah ja. Also Akku habe ich jetzt nicht die Erfahrung gemacht, ich finde es halt ein bisschen unheimlich, ich finde es ein bisschen unheimlich. Also es gab auch was, wo man anhand von 4G und LTE und sowas Lokalisation machen kann, bei Triangulation, dass man sagt, okay, das ist ja auch alles da drin, dass der sich da selber eine Datenbank aufbaut und sagt so, hey, hier Stromsparmodus, ich war schon mal hier. Naja, es hat dann doch viel Strom gezogen. Okay. Ist dann wieder runtergewandert beim nächsten Mal, wo ich ein neues Lineage draufgezogen habe. Ja, es ist halt vor allem für Leute, die nicht auf proprietäre Apps verzichten können, um quasi den gewissen Libraries zur Verfügung zu stellen, die nachgebaut werden, die eigentlich sonst quasi vom Google her mit implementiert werden. Aber ich würde im Prinzip empfehlen, auf proprietäre Apps zu verzichten. Deswegen habe ich sie eher nur der Vollständigkeit halber noch dazu.
So, und jetzt kommen wir, was du vorhin auch schon gesagt hattest, zu einem sehr, sehr netten Feature noch, finde ich, von F-Droid. Es ist auch sehr zensurresistent, weil ich kann tatsächlich F-Droid auch benutzen, um Apps zu verbreiten, ohne dass ich Internetzugriff habe oder einer von beiden Internetzugriff hat. Und ich kann es einfach offline verteilen. Da steht auch schon No Internet, Get Apps from People Near You. Also habe ich hier diese Nearby-Funktion. Und dann kann ich im Prinzip Apps entweder über das, wenn beide Geräte quasi im gleichen Wi-Fi drin sind, oder über Bluetooth. Und das richtig Geile finde ich, wenn der andere noch gar kein F-Droid hat, dann kann ich ihm auch erst F-Droid schicken und ihm dann die App, die ich ihm eigentlich geben will. Und das ist halt schon, ja, es ist schon richtig cool, finde ich. Also wenn halt mal irgendwie der Terror ausbricht und das Internet abgeschalten wird, dann könnte ich mit euch jetzt hier meine Lieblings-App teilen. Genau, den Browser, den Tor-Browser dann. Ohne Internet, ja. Nee, aber wir können uns das jetzt nicht so richtig vorstellen, weil wir die ganze Zeit Internet zur Verfügung haben. Aber in anderen Ländern oder auch wie in Kuba. In Kuba zum Beispiel, die Leute, die könnten noch einfach nach Hause gehen und könnten dann da, also jetzt nicht vielleicht die Games, die sie gezogen haben, könnten sie nicht teilen, aber die Apps, die sie vom F-Droid haben, die können sie einfach zu Hause mit ihrer Familie teilen. Und so, oder keine Ahnung, Games zum Beispiel, weiß nicht, da gibt es ja schon auch verschiedene Dinge. Oder eben noch schlimmer, wenn man Entwicklungshelfer ist und diese Nothilfe-App braucht oder die medizinische Diagnose-App oder was auch immer. Also ich meine, das ist schon ziemlich ein sehr, sehr mächtiges Feature für so einen kleinen. Einziges Problem bei der ganzen F-Droid-Geschichte, meiner Meinung nach, es gibt zwei Probleme eigentlich, aber ein großes Problem ist die Suchfunktion. Also ich habe hier einfach mal beispielhaft Navigation gesucht quasi und dann was kommt als erstes, irgendein E-Mail-Programm. Dann kommen, ich habe das installiert, deswegen sieht man hier keinen Download, das sind die Download-Buttons, falls ihr euch wundert. Das Navigationssystem vom 35C3, das will ich vielleicht auch nicht unbedingt, wenn ich Navigation suche. Außer ich bin gerade zufällig auf der Veranstaltung. Und ja, genau, der Rest hat sowieso gar nichts damit zu tun. Na doch, hier ist irgendein Informationssystem. Also das ist ein bisschen doof so. Und deswegen mal die Idee jetzt auch, dass man sich mal irgendwie coole Apps zeigt. Beziehungsweise es gibt inzwischen einen Fork von F-Droid und der heißt G-Droid. Und G-Droid löst dieses Problem zu einem Stück weit. Und ist relativ neu, gibt es glaube ich seit einem halben Jahr. Was nämlich G-Droid macht, es löst zwei Probleme auf einmal. Weil das andere Problem war bei F-Droid bisher, man hat kein Rating-System. Selbst wenn die Suchfunktion mir irgendwie was das Richtige anzeigen würde, dann manchmal habe ich das Problem, ich suche ein Textverarbeitungsprogramm und dann finde ich irgendwie 8 Textverarbeitungsprogramme, wahrscheinlich mindestens in F-Droid. Ja, wenn ich Anfänger bin, oder welche soll ich jetzt nehmen? So. Es gibt halt einfach null, dadurch, dass es keinen Account gibt, gibt es auch kein Rating, gibt es auch keine Kommentare. So, okay, da kann ich halt rumspielen und dann sehe ich halt irgendwie, okay, das taugt mir am besten. Und G-Droid löst es jetzt ein Stück weit, indem es ein Rating-System einführt und Apps auf einmal geratet werden. Und dann habe ich natürlich irgendwie eine Vorstellung. Wenn eine App irgendwie ein hohes Rating hat, ist es ja schon mal ein Hinweis, dass die wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht ist. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Startbildschirme verglichen. Also das, die kennen wir ja schon von F-Droid. Und G-Droid hat dann eben auch erstmal die neuesten Apps und Updates. Und dann kommen jetzt gleich hier die highly rated Apps. Und dazu noch Apps, die ähnlich sind wie Apps, die ich bereits installiert habe, was ich auch einen sehr guten Hinweis finde, um sich nochmal umzuschauen. Vorschläge, was ich vielleicht sonst noch mögen würde. Und random Apps. So, damit ist schon mal eine viel bessere, sag ich mal, Einstieg in diese ganze Leiter-Welt. Es gibt außerdem die Categories, die gab es ja schon bei F-Droid, die gibt es hier also auch, das sind mal die gleichen Categories, die ich auch bei F-Droid kenne. Es gibt aber auch noch Tags und die Tags sind um einiges kleiner. Also die Categories sind ja sehr grob, irgendwie Connectivity, was auch das genau heißt, das skaliert gar nicht. Und die anderen werden so. Games, okay. Aber hier ist es viel feiner, also habe ich hier einfach App-Stores. Oder Kalender-Apps. Kamera-Apps. So, da sagt mir irgendwie schon einiges mehr. Wenn ich jetzt irgendwie gerne Fotos mache mit meinem Smartphone, dann kann ich mir einfach mal Kamera-Apps angucken. Und dann sehe ich da irgendwie 12 verschiedene, dann sehe ich die Ratings, kann mir noch Kommentare lesen, so. Das
finde ich einfach einen sehr guten Einstieg für Nutzer. Die Details, wenn ich dann einmal so eine App anschaue, sehen dann auch nochmal ein bisschen anders aus als in AppDroid. Hier einfach von oben nach unten durch. Ich kann mir selber, das ist nur für mich persönlich, kann ich mir quasi ein Lesezeichen setzen. Dann habe ich hier die Tags, die hatte ich angesprochen, die sind dann neu, die mir eben helfen, das zu finden und besser einzustufen. Jetzt habe ich hier die Rating-Systeme. Es ist ein sehr komplexes Rating-System. Ich habe es gestern mir nochmal schnell angeschaut. Ich kann es nicht so richtig genau wiedergeben. Es ist ein äußerst komplexer Algorithmus und ganz viele Quellen, die damit reinspielen. Ist auf der Homepage beschrieben, ist offen der Code und so, also da wird jetzt nicht zwingend geschummelt. Aber ich kann es auch nicht so in einem Satz wiedergeben, wie dieses Rating zustande kommt. Und es wird auch noch mit GitHub dann eben verglichen. Das bedeutet im Prinzip, das weiß ich jetzt noch, das berechnet sich aus dem Zeitabstand, also quasi ein neuer Update ist 100% up to date und nach 365 Tagen ist es 0%. Also es ist quasi eine Prozentzahl von 365 Tagen, die das Update, das letzte Update her ist. Verständnisfragen. Gito ist wesentlich komfortabler, aber diese, gerade dieser Vorschlag zu den Apps, die man schon installiert hat, das ist natürlich, muss ja dann irgendwie das dann auf der Webseite mitteilen, was ich schon installiert habe. Das wird AppDroid wahrscheinlich nicht machen. Also ich weiß nicht, ob die Webseite mitteilen muss. Ich kann auch im Kleinen machen, das muss ja nicht. Im Kleinen machen, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Also liest du dir das mal durch, das ist auf der Webseite, das ist sehr, sehr lange und sehr technisch. Ich bin ja auch kein Entwickler. Ich lasse es Ihnen lesen. Aber es klang alles sehr, sehr transparent und sehr, sehr freundlich. Du hast ja hier auch keinen Account zum Beispiel. Deswegen ist es auch so komplex, glaube ich, mit dem Rating. Und du hast natürlich auch Kommentare teilweise. Und diese Kommentare, die entstehen dadurch, wenn jemand bei Mastodon einen Tut absetzt mit dem richtigen Tag, dann wird der als Kommentar eingebunden hier. Also es ist schon alles sehr privacy bedacht. Muss dir mal die Details da durchlesen. Genau, da haben wir, das hatten wir gerade schon angesprochen, Similar Apps natürlich, same category. Den gleichen Autor, das kriege ich auch nochmal hier. Ist ja auch vielleicht interessant. So, da unterscheidet sich ein bisschen vom F-Droid. Bei allen Unterschieden haben sie auch Gemeinsamkeiten. Zum Glück. Also alle Apps, die ich über F-Droid installiert habe, die kann ich dann auch über G-Droid updaten. Und umgekehrt, alle Apps, die ich über G-Droid installiert habe, die kann ich dann auch über F-Droid updaten. Die sind also klug genug, dass ich nicht alles doppelt machen muss. Ich kann die parallel installiert haben und ich kann je nach Lust und Laune gerade das eine oder das andere benutzen, beziehungsweise ich kann, je nachdem welche Funktionen ich benötige, das eine oder andere benutzen. Und ich kann eben auch über F-Droid dann auch G-Droid installieren und umgekehrt. Beziehungsweise kann ich G-Droid sogar tatsächlich nur über F-Droid installieren. F-Droid muss ich ja einmal aus dem Netz ziehen und G-Droid kann ich noch nicht, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt mal sein wird, nicht aus dem Netz ziehen, sondern kann ich nur über G-Droid installieren. Und ich fand diesen Tut hier, den fand ich ganz passend. Hab mir gerade G-Droid über F-Droid installiert und das ist so ungefähr alles, was man über freie Software wissen muss. Das fand ich ziemlich passend, wenn wir uns erinnern. F-Droid gibt es nicht im Play Store wegen Wettbewerbsgründen und genau, freie Software kennt man ja, kollaboriert und ja, fand ich ziemlich cool, Treffen zusammenpassen. Was halt G-Droid nicht kann, das haben wir gesehen, was G-Droid alles cool macht und mit dem Rating und den vielen Informationen und gleicher Autor etc. Dafür hat es leider bisher nur sehr grundlegende Einstellungen bisher möglich, also ich kann eben nicht meine Apps mit anderen Leuten teilen, einfach so, ohne Internet. Ich kann auch keine weiteren Repositories einbinden, hat bisher nur Zugriff zum F-Droid-Repository. Da ich kenne die Pläne nicht, ob sich das jemals ändern wird. Ich kann auch nicht über das Store-Netzwerk zugreifen, außerdem kann ich nicht auf vorherige Versionen zurückgreifen. So. Das ist also das, wo F-Droid jetzt immer noch besticht und warum es sich durchaus lohnt, beide parallel zu haben. Weil dann kann ich, je nachdem, welche Funktionalität ich gerade verwenden möchte, das eine oder andere sehen, weil wir haben ja gesehen, ich habe ja genau die gleichen Apps, die ich verwalte zum Glück. Außer natürlich logischerweise nicht diejenigen, die ich, also wenn ich The Guardian Project eingebunden habe als Repository und über F-Droid installiert habe, dann werden die logischerweise auch nur in F-Droid angezeigt, in dem Fall. Das, weil da kann G-Droid ja nicht drauf zugreifen, weil es eben keine zusätzlichen. Also wenn ich G-Droid installiere, kann ich die F-Droid updaten? Ja, genau. Das ist
total faszinierend. Es war einfach faszinierend, weil es bei OpenStreet, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber hier funktioniert das super ein und frei, das ist echt toll. So, und als letzten Store, den ich dann noch vorstellen würde, wäre der Android. Android ist was ganz Neues und glaube noch nicht fertig. Deswegen auch eher mehr der Vollständigkeit halber. Ehrlich gesagt, gab es nur diesen Startbildschirm und ich kann auch Apps suchen, okay, und installieren. Und ich kann Repositories verwalten, aber ich kann sonst nicht mehr. Wenn ich auf die Einstellungen gehe, ist es eigentlich leer. Im Prinzip habe ich keine Administrationsmöglichkeiten, wie ich sie jetzt habe, um meine Apps durchzuscrollen, etc., etc. Also es ist sehr, sehr Anfang noch. Ich habe es jetzt nur mal schauen, was daraus wird. Der Vollständigkeit halber, ja, mal erwähnt. So, soweit wäre das jetzt zu den Stores. Jetzt würde ich zu einzelnen Apps, die man im Alltag so gut benutzen kann, kommen.